Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Drakensang am Fluss der Zeit. Und ja, wir sind jetzt endlich mal dabei, die ganzen Quests abzuklappern, die wir hier noch haben. Also, Schicksal des Hofkönigs schiebe ich ganz hinten dran. Verlorene Schätze, da müssen wir ja noch das Instrument von Sanraya bergen, was in der Höhle des Wasserdrachens ist. Eingang zum Schloss ist die Hauptquest. Kopfgeldjagd haben wir eigentlich so gesehen abgeschlossen, aber das ist halt noch offen für den Fall, dass wir silberne Embleme bekommen. Die können wir dann bei ihm abgeben und noch mehr Geld dafür geben. Das hier führt uns zu den Piraten. Darüber sind wir ja zufällig gestolpert, als wir zur Zollfeste gegangen sind. Und zwar müssen wir der guten Händlerin Nicepack, wobei gut relativ ist in dem Fall, helfen, ihren Bruder zu finden. Effa-Tempel, ja, da müssen wir noch das Mosaikrätsel lösen. Da waren wir ja schon ganz unten und da fehlt ein Stück. Und Schuppen und Zähne ist eh das mit der Höhle des Wasserdrachen. Also, würde ich mal sagen, da gehen wir als erstes hin. Im Kosch sagt man, doch, ich rede, was kann ich für euch tun? Ja, ja, wir möchten wo abfahren. Soll es hingehen? Das ist die Rede von vom Kapitän klicke ich lieber weg. Und ja, die Höhle des Wasserdrachen, da oben ist sie. Sieht ja schon bedrohlich aus, der Kopf. Was auch immer das hier darstellen soll. Wir hatten genug gehört von der Bestie in den kalten Tiefen des Flusses. Nun wollten wir sie sehen und bezwingen. Gabaskandraxin, ein verfluchtes Drachengetier, das dazu auch noch im Wasser lebt. Kannst du dir ein widerwärtigeres Geschöpf vorstellen? So schärfte ich meine Axt und freute mich auf den Schatzort, von dem man munkelte, er sei voller blinkender Goldstücke. Ja, da kommt bei Thorgrim der Zwerg durch und ich finde das genial. Zwerge mögen keine Drachen, ihn aventurieren jedenfalls. Und Wasser mögen sie auch nicht, also ist die Kombination doppelt so schlimm für Thorgrim. Aber gucken wir mal uns die Höhle an. Sieht schon mal nicht einladend aus. Und ich denke, da ist es schon. Ja, da ist unser Freund der Wasserdrache. Und er hat einen Scheinwerfer. Gut, dann würde ich mal sagen, wie nehme ich alles mit? Ich würde sagen, auf jeden Fall Thorgrim. Was ist? Komm mit, Thorgrim. Wir brauchen einen guten Kämpfer. Und Ardo würde ich auch gerne mitnehmen. Was gibt es denn? Und Fyris. Wie kann natürlich. Ich dir helfen? So. Dann gucken wir doch mal, wie groß ist diese Höhle. Na, nicht besonders groß. Ich denke, wir haben es hier nur mit dem Wasserdrachen zu tun. Deswegen mache ich hier erstmal einen Quicksave an der Talaria. Und dann gucken wir mal. Ein Flimflam könnte nicht schaden. Ist etwas dunkel hier. Okay, der Flimflam bringt auch nicht besonders viel. Aber gut. Schauen wir mal, wie gut wir mit einem Wasserdrachen zurechtkommen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass der etwas schlimmer sein dürfte als der Krakenmolch. Krakenmolch, das ist übrigens auch ein toller Name. Ein Molch ist ja eigentlich ein Amphibio und eine Krake ist ein Meeresgetier. Wie man das zusammenbastelt. Da ist der Wasserdrache, glaube ich. Oh, Autosave. Ja. Gut. Gabaskandraxin! Wo ist das geschuppte Edelpaket? Los, weiter! Okay, Thorgrim spornt uns etwas an. Und das Geräusch klang nicht gut und die Musik wird bedrückender. Und da haben wir Nessie auch schon. Ja. Oh je. Na, ganz toll. Wie viel? 500, das geht ja noch an Lebenspunkten. Was können wir denn zu
Nein, wir können uns Nessie leider nicht anschauen. Und ja, ich sag Nessie, weil es sieht irgendwie ein bisschen aus wie Nessie. Ja? Ha! Ja? Attacke! Okay, dann geben wir mal alles, was wir haben. Aua. Verbrüht. Ring des Wassers, Astral und Ring des Lebens. Okay, das hilft gegen die das macht die Verbrühung weg. So kann man ziemlich gut schummeln. Auch gut. So. Wer nimmt gerade Schaden? Außer dem Drachen. Achtung! Mach mal einen Pfeilhagel-Pfeilriss. Ich mach einen Kugelblitz wieder. Bei Angros Schwert, bei meiner Treue. Ardo. Okay, er nimmt schon mal sehr gut Schaden. Und hat gerade Ardo umgehauen. Okay, wir sind wieder verbrüht. Ich weiß, es ist etwas lame, was ich hier gerade mache, aber ich habe so das Gefühl, dass dieses Verbrühtsein ziemlich viel Schaden macht. Ja. Vorgrim, hau weiter. Ich sollte jetzt nicht sagen, dass der mir irgendwie harmlos vorkommt, weil sonst macht der jetzt gleich irgendwas Böses. Habe ich so das Gefühl. Aua, jetzt hat er mal ordentlich zugebissen. Noch ein Kugelblitz. Ja. Noch ein Meisterschütze. Und ihr könnt mal spammen. So. Glaubst du, wir haben den schon auf 100 runter? Aber Fyris sollte jetzt dringend mal Vorgrim heilen. Sicher ist das. Der macht wirklich fast nichts anderes außer Erdbeben, aber das haut irgendwie keinen so wirklich von dem Hocker. War das schon der große Wasserdrache? Ich glaub's nicht, das war. Ey, nein, nicht im Meer versinken. Ich will dich nur häuten. Puh. Wir haben ein gleichsam faszinierendes wie schauderhaftes Wesen besiegt. Nun lasst uns nach Sanrayas Diana suchen. Ah ja, da hat Fyris recht. Also, wieder ein Quest abgeschlossen. Schuppen und Zähne. Sehr schön. Die Sachen haben wir auch schon alle abgeschlossen. Dann kann Fyris ja mal den Wasserdrachen den Kopf abschneiden. Ich mach das schon. Gut. Und sonst können wir mit dem Wasserdrachen nichts machen, hä? Nein. Wir können eine Handwerkskiste öffnen. Hey, versteckte Schätze, die mal nicht abgeschlossen sind. Ein Wunder. Eine Schatztruhe. Seheninstrument. Ein Sturmwächtergewand. Ui. Das ist mal ein nices Teil. Kommt auf jeden Fall mit verwittertes Tagebuch, das können wir lesen. Und ein Holzbein, nur bedingt als Waffe einsetzbar. Hatten wir nicht sowas schon mal? Naja, egal. Fass. Helles Pferdocker, Vorgrim, freudig. Handwerkskiste. Stahl. Zunderschwamm. Lederbänder.
noch ein versteckter Schatz. Toll versteckt übrigens. Ein magischer Ring, ein unidentifizierter. Eine Goldkette, Kerzenständer brauchen wir nicht. Aber das Drachenschild auf jeden Fall passt ja. Geld. Na? Lederpanzer. Der kommt auch erstmal mit. Und dann gucken wir hier rein. Starker Schnaps. So, mal kurz nach der Beute gucken. Ich habe hier einen Ring, den ich nicht identifizieren kann, weil meine Magiekunde etwas zu niedrig ist. So, reicht das? Nein. Das heißt, das muss Quano für uns identifizieren. Ja. Das hier wäre was? Der perfekte Wams für Feiris. Naja. Der macht Brust, Bauch, Rücken. Ach nee, den da wollte ich hier geben. Sturmwächtergewand. Okay, damit sieht sie interessant aus, aber das sieht so ähnlich aus wie das, was Sanraya trägt. Aber gut. Das kann sie mal anbehalten und ihren Wams zu ihrem Bogen packen. Die Lederrüstung. Oh, und ich habe gar nicht die ganzen Giftstacheln und so eingesetzt, die ich benutzen wollte. Drachenschild, minus 1 und 4. Was hat Ardo? Minus 1 und 4. Dann kriegt er aber erstmal das Drachenschild. Was? Und Volgrim kriegt das Amazonenschild. Und ich glaube, die Sachen, die verkaufen wir. Dann geht auch Volgrims Behinderung etwas runter. Lederwams. Ja, der passt besser zu Volgrim als die schweren Eisenrüstungen, würde ich sagen. Gut. War das dann alles hier? Scheint ja fast so. Bisschen Gold, ein bisschen neue tolle Ausrüstung. Das Schild sieht irgendwie schon nicht schlecht aus. Und die neuen Klamotten. Und ansonsten ist hier dann, glaube ich, nichts mehr. Außer ein bisschen Feuermoos, aber nö. Brauchen wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, das ging aber schnell. Deswegen zurück zum Schiff. Hier gibt es ja nicht mal Schnellreisepunkte, nehme ich an. Nein. Wozu auch? Gucken wir einfach, dass wir hier rauskommen. Und wir haben das hier gekriegt. Dieser Würfel ist so lange wie eine Spanne. Er zeigt auf der Oberseite ein bisschen kleine Symbole Efforts des Fluss- und Meeresgottes. Was seine Oberseite sonst noch zeigt, wirkt wie ein Teil einer Ecke eines großen Bildes oder Mosaikes. Es ist sicherlich irgendwo einzusetzen. Also wie ich vermutet habe, das Teil brauchen wir im Effort-Tempel. Und prächtiges Trophäe fürs Schiff. Als ob die Talaria uns gehört. Die haben wir doch nur gemietet. Beziehungsweise Ardo hat sie gemietet. Auch wenn ich gerne mit der Truppe hier den Rest meines Zwergenlebens über den Fluss segeln würde. Und die spielen Tic-Tac-Toe, scheint es mir. Und wir haben den Drachenkopf abgegeben. Und wo ist der Drachenkopf jetzt? Hier vorne nicht. Also wenn sie den schon irgendwo am Schiff anbringen, dann sollte er auch sichtbar sein, würde ich meinen. Oder ist er da oben? Na, ich sehe nicht nach da oben. Nö. Na gut, dann reden wir mal mit dem Captain.
Ihr habt den großen Fluss von einem Schreckenmeer befreit, den fast schon legendären Schatz des Wasserdrachen gehoben. Und in die Legenden wird eingehen, dass ihr mit der Talaria hergekommen seid. Ja, also etwas Publicity für den Captain, aber gut. Ihr wolltet sicher etwas sagen. Ja, wollen wir. Wir wollen hier weg. Und zwar geht es jetzt wieder zum Hammerberg. Sanraya die Harfe bringen. Und nach der anderen Quest gucken.